Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You're trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Jetzt kommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir fahren heute im Artura Transportsimulator, die letzte Linie zur 217. Das ist die letzte Linie, die es jetzt gerade gibt. Bin mal gespannt, wie gesagt, ob da noch mehr kommt oder nicht. Cool wäre es, weil das Game macht schon Spaß. Und ja, gut. Stellen wir hier hin. Und um 0 geht's los. Fahren wir los, deswegen ich mach Motor und so jetzt nicht aus. Und dann wird die los, man kann schauen wir eine Sekunde, sag ich jetzt mal, über los. Ich muss sagen, ich bin die Linie, also von dem Ende, wo ich jetzt hinfahre, beziehungsweise ich musste die Linie nehmen, um zu wissen, wie ich da hinkomme. Andersrum hätte das, glaube ich, sonst keinen Sinn ergeben. Deswegen. Ja, hier, Zone, ich glaube, da war das gerade. Industrie. Ja, da stand das gerade. Ich finde es auch gerade schade. Ich finde es auch schade, dass es keine Haltestellenansagen gibt. Das würde ich auch noch füllen, vielleicht für ein Update. Aber ja. Kann man halt nicht haben, ne? Kann halt nicht alles haben. Ich schätze mal, die Route wird nicht so lang sein, tatsächlich. Dürfte gar nicht so lang sein, eigentlich. Vor allem nicht, wenn ich mit 70 lang fahre. So. So, im letzten Video am Ende habe ich nicht erwähnt, dass ihr mir gerne Fragen in die Kommentare schreiben könnt, die ich dann in einem Video beantworte. Das könnt ihr immer noch machen. Ne? Ich schätze mal, das Video wird eh so ein bisschen brauchen, weil ich werde das dann auch über mehrere Tage aufnehmen müssen und so. Weil eben je mehr Fragen, desto mehr Aufnahme Sachen muss ich ja reinschneiden und so. Deswegen, ne? Ja. Ich schätze mal, ich werde auch mehrere, ich sag jetzt mal Telonym-Teile dann reinnehmen. Und ja, keine Ahnung, ich muss mir da noch ein bisschen Zeit überleben, vor allem überlegen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das mache. Also kann man das auch steuern, aber mit dem Fall, mit den Tasten ist das einfacher. Die 24.
fangen wir jetzt einmal wieder zurück. Und dann, ja, sagen 3 Uhr passt, fahren wir los. Und dann war es das mit dem, ja, mit den ganzen Linien aus dem Spiel tatsächlich schon. Schade eigentlich. Bisschen kurz, also das heißt kurz, bisschen wenig Linien, sag ich jetzt mal. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Der fährt auch gerade die 217, der da oben gerade rumgefahren ist. Ups. Bisschen spät gebremst. Woher kommt er mit seinem Ford an? Na gut, die halten sich alle nicht an die Stoppschilder. Aber ich muss schon sagen, das Spiel ist auf jeden Fall gut gemacht. So ist nicht. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Und hier noch ein bisschen was. Hier gibt es dann noch eine. Irgendwie so ein. Keine Ahnung, so eine Rundlinie, sag ich jetzt mal. Wenn das eine Linie ist, würde ich die auch noch aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das auch noch eine ist. Auf jeden Fall mal gucken, ob das auch noch eine ist. Hier oben ist auch noch irgendwie so zugmäßig was. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass es auch so, ich sag jetzt mal, Doppelfahrt gibt. Und er ist fährt falsch gefahren, Digga. So dick falsch gefahren. Hätte nämlich erst hier lang müssen. Mit so einem riesigen Bus wie da hinten ist das halt schon ein bisschen schwieriger zu fahren. Das ist jetzt halt beides die Richtung, aus der ich jetzt so gesehen komme. Bis auf das Auto. Ich weiß nicht, wo das hinfahren will. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like für ein Abo da. Schreibt in die Kommentare irgendwelche Fragen, irgendwas, was auch immer. Und ja, schaut in die Beschreibung, da ist das Game. Und dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.